Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Finanzminister Gernot Blümel, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Staatssekretärin Andrea Mayer, dem Herrn John Lüftner, AAFP-Präsident und ORF-General Alexander Wrabetz. Und ich ersuche zunächst um das Statement des Herrn Finanzministers. Bitte schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die aktuelle Situation, und das wissen wir alle, stellt uns vor noch nie dagewesene Herausforderungen, und zwar in allen Bereichen und in allen Branchen. Und nicht jede Lösung ist für alle Branchen gleich gut geeignet. Deswegen versuchen wir als Bundesregierung auch gut zuzuhören und spezielle Hilfen für die speziell betroffenen Bedürfnisse auch von Branchen umsetzen zu können. Die österreichische Filmwirtschaft hat eine sehr, sehr große Bedeutung für unser Land. Bei Weitem nicht nur, was die Wertschöpfung betrifft. Jährlich werden ja Filme im Volumen von ca. 145 Millionen Euro von den österreichischen Produzentinnen und Produzenten hergestellt. Das ist das eine. Die Umweltrentabilität ist ein zusätzlicher Faktor, aber es geht vor allem auch um den Werbewert, um den ideellen Wert rund um alles, was österreichische Identität betrifft. Sie wissen, wir haben im Medienbereich die Herausforderung, dass Österreich hier eine besondere Situation hat mit einem 10-mal so großen gleichsprachigen Nachbarn. Und das macht die Situation natürlich umso herausfordernder. Und gerade deswegen ist es wichtig, dieser Branche unter die Arme zu greifen. Die Filmwirtschaft möchte weitermachen. Und hier besteht natürlich eine große Gefahr, falls es eine zweite Welle geben würde und die dadurch in Aussicht stehenden möglichen Abbrüche. Wir haben in den letzten Wochen viele Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Filmwirtschaft geführt, auch mit dem ORF als wesentlichen Partner der österreichischen Filmwirtschaft, und haben nun gemeinsam mit Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer, Bundesministerin Schramböck, der Frau Staatssekretärin Mayer und der österreichischen Filmwirtschaft ein Paket erarbeitet, um der Filmwirtschaft es zu ermöglichen, hier auch wieder tätig werden zu können. Ich darf Ihnen ganz kurz die Eckpunkte dieses Paketes näher bringen. Einerseits wird es eine Ausfallskostenübernahme in der Höhe von bis zu 25 Millionen Euro im tatsächlichen Schadensfall geben. In Form von nicht rückzahlbaren Ausfallzuschüssen, die bis zu 75% der insgesamt förderfähigen Herstellerkosten betragen. Dieses Modell wird auch rückwirkend anwendbar sein, denn die Corona-Krise hat auch mit dem Lockdown begonnen, und deswegen wird es rückwirkend ab 16.03.2020 möglich sein, dieses Geld zu beantragen, befristet bis zum Ende 2021. Die Abwicklung wird die AWS unter Beiziehung von Filmsachverständigen durchsetzen, und auch der ORF hat sich bereit erklärt, nachgewiesene Mehrkosten aufgrund von Corona-bedingten Sicherheitsmaßnahmen bei der Herstellung von Filmproduktionen zu tragen. Auch dafür ein großes Danke. Danke an alle Beteiligten. Vielen Dank, Frau Wirtschaftsministerin. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, James Bond, Mission Impossible oder Bollywood-Filme, sie alle haben eines gemeinsam. Jeder dieser Filmproduktionen hat bei den Dreharbeiten auf die atemberaubende Kulisse Österreichs gesetzt. Wir können uns alle noch an die halsbrecherische Flucht von Tom Cruise auf dem Dach der Staatsoper oder an die Actionszenen von James Bond in Sölden erinnern. Solche Szenen sind nur möglich, weil wir mit dem Fördermodell FISA, dem Filmstandort Österreich, einen Hebel im Wirtschaftsministerium haben, um Filmproduktionen gezielt zu unterstützen. Ganz konkret unterstützen wir österreichische Produktionen, österreich-ausländische Co-Produktionen und auch internationale Produktionen. Aber sie haben alles eines gemeinsam, sie haben österreichische Wertschöpfung. Was nicht so bekannt ist, auch für Österreicher Standort, ist die Filmwirtschaft ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. Sowohl für den Tourismus, immerhin wird Österreich vor einem Millionenpublikum präsentiert, als auch für die heimischen Betriebe. Und ich möchte Ihnen hier ein bisschen einen Einblick geben. Rund 2.400 Unternehmen in der Filmwirtschaft beschäftigen 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt. Insgesamt werden durch die Filmwirtschaft 1,4 Milliarden Euro Nettowertschöpfung in Österreich erzeugt. Die Filmproduktionen alleine machen dabei
350 Millionen Euro aus. Das heißt, wenn die Filmwirtschaft einen Euro investiert, ergibt das 2,5 Euro Netto-Wertschöpfung in Österreich. Sie spielt also eine wesentliche Rolle. Und jeder Euro Förderung durch die FISA führt mittlerweile zu 6 Euro an zusätzlichen Umsatz für die österreichische Filmwirtschaft. Wir haben heuer ein Jubiläum zu verzeichnen. Die FISA gibt es bereits seit 10 Jahren. Sie ist also ein Erfolgsmodell, das wir auch in Zahlen gut ansehen können. 2019 wurden insgesamt 29 Projekte mit einer Fördersumme von 7,4 Millionen Euro gefördert. Die dabei erzielten Inlandswertschöpfung betrug 34,7 Millionen Euro. Insgesamt konnten wir seit dem Start, das sind diese 10 Jahre im Jahr 2010, über 250 Projekte mit Fördermitteln in der Höhe von 68 Millionen Euro unterstützen. Die Wertschöpfung in Summe betrug 310 Millionen Euro. Um Ihnen ein ganz konkretes Beispiel zu geben, der Dreh von James Bond, dem James Bond-Film Spectre im Jahr 2015, hat bei 800.000 Euro FISA-Förderung meines Ressorts Gesamtausgaben von 16 Millionen Euro in Österreich ausgelöst. Also es ist wesentlich und wir sehen, warum wir uns auch jetzt in dieser Phase ganz besonders um diese Branche kümmern müssen. Internationale Großproduktionen suchen Drehorte und da gibt es verschiedenste Faktoren und sicherlich ist es die attraktive und vielfältige Kulisse, die wir in Österreich bieten, aber auch die hohe Kompetenz der Firmen, mit denen wir heute zusammensitzen konnten im Roundtable und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier geht es nicht nur um Filmfirmen, sondern es geht auch um alle Unternehmen, die dafür arbeiten. Und das ist die Tischlerin der Tischler genauso wie Maskenbildnerinnen und Maskenbildner. Das gilt es zu fördern und entsprechend zu unterstützen. Wie alle anderen Branchen wurde auch die österreichische Filmwirtschaft von der Corona-Pandemie hart getroffen, mit voller Wucht. Es mussten Filme abgebrochen werden, es wurden Filme verschoben, es wurden Filme nicht begonnen. Diese Unterbrechungen und diese Abbrüche haben Kosten verursacht. Und für uns ist es gemeinsam wichtig und selbstverständlich, hier auch entsprechend zu unterstützen. Ziel muss es sein, dass die Filmproduktionen, und wir haben einige Produzenten heute dabei gehabt, dass diese Produktionen wieder rasch aufgenommen werden, denn wir wollen keine Lücke erzeugen, sondern sie sollen wieder schnell in die Umsetzung kommen. Und deshalb haben wir diesen Ausgleichsfonds für Film und TV geschaffen, für die 25 Millionen Euro in Summe und wir werden das auch entsprechend rasch umsetzen. Ich möchte Ihnen auch noch kurz einen Ausblick geben. Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der FISA haben wir einen Drehbuchwettbewerb ausgeschrieben, der mir persönlich auch sehr wichtig ist, um mehr Frauen auch in Hauptrollen zu haben. Wenn man sich viele Serien und Filme anschaut, sieht man wenige Frauen, vor allem im Bereich Wissenschaft, Technik und in Wirtschaft. Und deshalb haben wir bei der Namensgebung auch darauf geachtet, bei diesem Wettbewerb, er heißt Heldinnen in Serie. Es wurden jetzt gerade 108 Exposés eingereicht. Die besten 6 wurden von einer Jury prämiert und ausgewählt. Unter den Gewinnern sind prominente Namen wie die Constanze Breitebner mit 80 Gramm Leben oder Cornelia Travnicek mit Die Alpen sind rot. Solche Projekte sind wichtig und sie sollen vorangehen, sie sollen produziert werden können. Deshalb haben wir diese Förderung, diese Unterstützung, diesen Zuschuss geschaffen, damit wir bald wieder Filme made in Austria sehen, damit wir bald wieder Dokumentationen sehen, Narziss und Goldmund und dass das alles wieder gut weitergehen kann. Herzlichen Dank. Dankeschön, Frau Kulturstaatssekretärin. Bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unserer sehr konstruktiven Aussprache mit der Filmbranche. Wir haben, glaube ich, viel dazugelernt über die aktuelle Situation und können einiges mitnehmen für unsere weitere Arbeit.
Wir haben ja vor 2 Tagen verkündet, wie jetzt die Lockerung und die Öffnung Schritt für Schritt im Kunst- und Kulturbereich wieder vonstatten gehen kann. Die Kinos werden öffnen, Theater, Ausstellungen, Kulturinitiativen, alles wird wieder möglich. Dafür brauchen wir natürlich auch Inhalte. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute darauf verständigen konnten, der Filmwirtschaft und den Filmschaffenden im Land mit einer speziell auf sie zugeschnittenen Maßnahme Sicherheit zu geben. Nämlich die Sicherheit, die sie brauchen, um wieder ihrer Arbeit nachgehen zu können, die so wichtig ist für Österreich als Kulturnation, aber auch eben, wie die Frau Bundesminister gesagt hat, wichtig für Österreich als Wirtschaftsstandort. Sicherheit für den Fall, dass diese weltweite Krise noch andauert oder sich, was wir alle nicht wollen, noch einmal verschlimmert. Film- und Kulturnation Österreich, das gehört zusammen, gerade wenn ich an die letzten Jahre und Jahrzehnte denke, vom Kino, Fernsehfilm, innovativer Kurzfilm, Dokumentation, Komödie, Arthouse-Produktion. Der österreichische Film gewinnt Oscars, Goldene Palmen, er erreicht sehr, sehr hohe Publikumsschichten und ist unglaublich präsent in der internationalen Festivalszene. Also Österreich wäre ohne die Filmszene, diese lebendige, sehr, sehr viel ärmer. Es ist wichtig, dass die Filmproduktion in Österreich nicht weiter stillsteht. Es ist wichtig, dass gedreht werden kann, ohne dass die Produzenten und die Beschäftigten in der Filmbranche um ihre Existenz fürchten müssen. Es ist wichtig, dass wir alle weiterhin österreichische Filmproduktionen im Kino und Fernsehen genießen können. Für mich ist in der detaillierten Ausarbeitung dieser Maßnahmen, die wir Ihnen heute vorstellen dürfen, aber noch ein weiterer Aspekt sehr, sehr wichtig. An dieser Branche hängen, wie wir alle wissen, auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze. In der Besprechung, die wir hatten, wurde die Zahl von 10.000 genannt. Menschen, die oft aufgrund der Umstände oder wegen der Produktionsrhythmen, die es in der Branche nun einmal gibt, in atypischen Arbeitsverhältnissen tätig sind und daher besonders unter dieser Krise leiden. Wir werden vom Kunst- und Kulturressort darauf achten, dass auch diese Menschen mitbedacht werden, und zwar vom Regisseur, Regisseurin, Kamerafrau, Hauptdarsteller bis zum Tontechniker. Unser Blick richtet sich auf alle, die in dieser Branche tätig sind. Profitieren sollen die Produktionsfirmen und alle Beschäftigten gleichermaßen. Mir ist bewusst, dass dieser Maßnahme wahrscheinlich noch weitere Folgen für die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, die in dieser Corona-bedingten Krise besonders betroffen sind, dass sie derzeit nicht arbeiten können. Wir machen das Schritt für Schritt. Fürs Erste freue ich mich jetzt einmal, dass Dreharbeiten ohne existenzielles Risiko für die Produzenten wieder möglich sind. Das ist gut und überlebensnotwendig für die Filmbranche und auch überlebensnotwendig für uns alle Filmliebhaberinnen und Filmliebhaber. Wir haben uns jetzt auch schon für erste Kinobesuche hier verabredet. Dankeschön. Dankeschön, Frau Staatssekretärin, Herr OF Generaldirektor, bitte. Ja, es ist heute ein ganz besonders wichtiger Tag für das österreichische Filmwesen. Der 27. Mai wird irgendwo in die Filmgeschichte, glaube ich, eingehen. Und ich möchte mich anfangs bedanken bei den Vertretern der Bundesregierung, Finanzminister, Wirtschaftsministerin, Staatssekretärin, den Vertretern der Filmwirtschaft und auch dem jetzt nicht mehr anwesenden Präsidenten Mara, die hier alle mitgewirkt haben, dass wir heute beschließen können, dass es mit der österreichischen Filmproduktion ab nächster Woche weitergeht. Wir sind damit eines der Länder gewesen, das relativ früh am 16. März den Lockdown auch für die Filmwirtschaft sozusagen festgelegt hat und sind jetzt aber nach knapp mehr als 2 Monaten wieder das erste Land, das mit der Filmproduktion beginnen kann.
Für uns als ORF ist das natürlich entscheidend. Wir sind mit 100 Millionen Euro im Jahr der größte Auftraggeber der österreichischen Filmwirtschaft für Filme, Serien und Unterstützung des Kinofilms. Und wir haben uns sehr bemüht, dass wir eben diesen Stillstand, den es jetzt Corona-bedingt gegeben hat, möglichst rasch beenden. Zur Beendigung sind drei Faktoren wichtig gewesen. Das erste ist ein Sicherheitskonzept, das ausgearbeitet wurde, wie kann man Corona sicher produzieren. Das zweite, da hat die Filmwirtschaft wirklich sich sehr bemüht und es geschafft, auch mit dem Gesundheitsministerium zu einem Einvernehmen zu kommen. Das zweite und ganz entscheidende Element war aber, dass wir ein Ausfallgarantiesystem bekommen, dass wenn jetzt wieder zu produzieren begonnen wird, nicht sozusagen getragen wird, die Ausfallrisiken, falls Schäden hier entstehen. Und dafür möchte ich mich sehr bedanken, weil dieses Ausfallrisiko von den Filmproduzenten nicht zu tragen gewesen wäre, wirtschaftlich nicht leistbar gewesen wäre. Das ist die zweite wichtige Voraussetzung. Und die dritte, wo wir unseren Beitrag geleistet haben, ist, dass wir gesagt haben, wir als ORF werden, wenn nun Corona sicher produziert wird, also zusätzliche Kosten natürlich damit verbunden sind, nachweisbare Mehrkosten aufgrund des Corona-sicheren Produzierens in unsere Kalkulation, in unsere Aufträge hineinnehmen und somit tragen. Das wird uns auch ca. 3 bis 5 Millionen Euro kosten, weil eben hier doch bei so vielen Produktionen hier Zusatzkosten sind. Aber wir tragen das auch, erstens, weil dieses Gesamtpaket dann möglich geworden ist und zweitens, weil wir das Programm so dringend für unser Publikum brauchen. Wir hätten ab Jänner, wenn wir das heute nicht zustande gekriegt haben, keine neuen österreichischen Filme und Serien mehr im Programm haben können. Und insofern sind wir sehr froh und haben unseren Beitrag geleistet, dass das nun möglich sein wird, dass man, ob schnell ermittelt, Soko Kids, Soko Donau, Österreich-Tatorte auch nahtlos sozusagen ja, ab Jänner wieder wird sehen können, wenn wir jetzt hier zu produzieren beginnen. Wir sind auch froh, dass wir nicht nur diese Produktionen, die jetzt starten können, nächste Woche starten können, ermöglichen, sondern eine Fülle weiterer Produktionen sichergestellt sind. In Summe werden mit dem heutigen Tag 20 ORF Filmauftragsproduktionen wieder in Gang gesetzt, 20 derzeit stehende ÖFI-Produktionen weitergeführt werden können und in Summe 50 Serienfolgen der beliebten Serien sozusagen weitergeplant werden können. Und wichtig ist auch, und auch dafür möchte ich mich bedanken, dass wir mit dem Zeitrahmen für dieses Ausfallgarantiesystem bis Ende 2021 die Möglichkeit haben, hier auch mittelfristig als Filmwirtschaft und Auftraggeber zu planen. Danke. Vielen Dank. Der Präsident der Vereinigung der österreichischen Filmproduzenten, Herr John Lüftner, bitte. Ja, auch von mir einen schönen guten Vormittag, guten Morgen. Ich möchte vielleicht ganz kurz nur zur Systematik dieser Ausfallshaftung noch zwei Sätze ergänzen, weil man das vielleicht sonst nicht versteht. Filmproduktionen sind an und für sich hervorragend versichert gegen alle Arten von Ausfällen, Personenausfälle, technische Ausfälle. Das ist entscheidend, um eine Produktion, in der in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld ausgegeben wird, absichern und herstellen zu können. Covid-19-Ausfälle werden von keiner Versicherung weltweit derzeit gezeichnet. Pandemien sind grundsätzlich in diesen Versicherungsverträgen ausgenommen. Die einzige Möglichkeit, die wir daher gesehen haben, um wieder in Produktion zu kommen, ist, diesen Ausfall der Versicherung zu kompensieren durch ein Ausfallszuschusssystem, wie es jetzt die Bundesregierung für uns erfunden hat. Das nur kurz zur Systematik. Ich kann im Namen aller Filmschaffenden in diesem Land mich nur ganz, ganz herzlich bedanken, Herr Bundesminister, Frau Ministerin, Frau Staatssekretärin, lieber Alex, alle, die da mitgetan haben, wir sind die Ersten auf der ganzen Welt, die jetzt so eine Ausfallshaftung von Bundesseite am Start haben. Wir sind auch die Ersten, die wieder beginnen zu drehen. Es wird in der nächsten Woche eine Tatortproduktion wieder die Dreharbeiten aufnehmen.
Es wird in der übernächsten Woche bereits die erste internationale Co-Produktion wieder die Arbeit aufnehmen. Wir sind wieder am Start und es ist eine unglaubliche Erleichterung für alle in der österreichischen Filmwirtschaft, dass wir jetzt einfach wieder an die Arbeit dürfen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Fragenteil und laden Sie ein, Fragen zu stellen. Hier die erste Frage, bitte. Angelides für ATV. Herr Lüftner, vielleicht gleich an Sie. Wie konkret wird jetzt das Filmmachen, das Drehen ausschauen? Wie kann man sich das vorstellen? Masken, Abstand, Testungen? Vielleicht können Sie das ein bisschen konkretisieren. Ja. Es wurde ein Arbeitskonzept, ein Hygienekonzept entwickelt, gemeinsam mit allen Interessensverbänden und der Wirtschaftskammer und mit dem Gesundheitsministerium und mit dem Kulturstaatssekretariat. Das war eine ziemlich große gemeinsame Anstrengung, mal festzustellen, wie kann man den künstlerisch-kreativen Prozess sicherstellen. Das ist es ja, worum es geht. Wir wollen ja nicht dahin, ich höre von absurden Situationen bei deutschen Kollegen, wo irgendwie für einen Fernsehkrimi eine Verhaftung gedreht wurde und dabei der Mindestabstand einzuhalten war. Das ist einfach nicht zu machen. Das heißt, wir mussten uns überlegen, wie schaffen wir es, die künstlerische Freiheit an einem Set wiederherzustellen. Das funktioniert nur, indem alle Schutzmaßnahmen in diesem Set wegfallen und haben uns daher dazu entschieden, ein Closed-Set-System zu fahren, eine Art Protective Bubble. Man muss sich das so vorstellen, wie wir ansonsten in der Regel Nackt-Szenen drehen. Man reduziert das unmittelbare Team im Kernset und die Menschen, die in dieses Kernset dürfen und dort arbeiten, die Schauspielerinnen, Regie, Kamera, aber natürlich auch die unmittelbaren Assistenten dieser Gewerke, werden regelmäßig getestet in sehr kurzen Abständen und werden in der Zwischenzeit eigenverantwortlich dafür sorgen, dass sie sich nicht irgendwie in infektionsgefährdende Situationen begeben. Das ganze Konzept ist relativ ähnlich zu dem der Bundesliga. Das ist ganz simpel. Was muss man machen, damit Menschen, wenn wir jetzt alle verlässlich zweimal positiv getestet werden, könnten wir heute Nachmittag in dieser Besetzung eine Party drehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Alle anderen Gewerke haben zu diesem geschlossenen Set keinen Zugang. Es gibt definierte Schnittstellen für die Übergabe von Materialien etc. Aber das ist im Kern die Idee des Konzeptes. Dankeschön. Nächste Frage bitte. Tiziana Arico, ORF Kultur. Eine Frage an Alexander Wrabetz. Jetzt haben wir eben gehört, es werden die Dreharbeiten eben so rasch wie möglich, also schon nächste Woche wieder aufgenommen. Dieses Drei-Stufen-Modell habe ich mir angeschaut, das schaut doch sehr komplex aus. Inwiefern wird der ORF überwachen, schauen, helfen, vielleicht auch dieses System durchzusetzen bei den Dreharbeiten nächste Woche? Also wir haben von Anfang an auch versucht, mit der Expertise hier mit dabei zu sein, auch bei diesem Sicherheitsmodell, und glauben, dass das sehr gut umsetzbar sein wird. Und wir haben sehr professionelle Filmfirmen, vor allem die jetzt gleich beginnen, haben sich ja sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie das laufen und funktionieren kann. Es wird natürlich etwas Zeit kosten, das heißt, das wird sich unter Umständen niederschlagen in längeren Drehzeiten. Und dann sind es halt auch die diversen Kosten für Tests etc., die halt hier ins Gewicht fallen. Und weil das der Fall ist und weil wir aber die Produktionen brauchen, haben wir eben gesagt, wir werden hier sehr auch rasch und unbürokratisch unsere Vereinbarungen, die wir mit den Filmproduzenten haben, so anpassen, dass eben diese Mehrkosten gedeckt sein werden. Dann war dort drüben eine Frage vom Herrn Kollegen. Bitte schön. Christoph Kriesner von der APA aus der Presseagentur. Ich hätte eine ganz kurze grundsätzliche Frage, weil ich die Zahlen leider nicht genau verstanden habe. Es geht um 25 Millionen Euro und bis zu 75% der Produktionskosten. Habe ich das richtig verstanden? Richtig, maximal 25 Millionen Euro im tatsächlichen Schadensfall in Form von nicht rückzahlbaren Ausfallszuschüssen von bis zu 75% der insgesamt förderfähigen Herstellungskosten. Hätte ich noch zwei Fragen zu den konkreten Drehbedingungen betrifft, dieses Konzept, das jetzt erarbeitet wurde, beziehungsweise auch dieser Fonds, grundsätzlich auch Dokumentationen und wie sieht es jetzt auch schon bei den geplanten Produktionen, die wieder aufgenommen werden, mit zum Beispiel internationalen Arbeitern aus, also Schauspieler allfällig, die aus dem Ausland kommen müssten, gibt es da Probleme oder wie geht man damit um?
Ja, da haben wir uns irgendwie, also entschuldige, ich wollte, ja. Alle Arten von Filmen unterstützt werden, das sind sowohl Serien als auch Dokumentationen und eben auch Filme, da gibt es entsprechend keine Unterscheidung. Wichtig ist, die Abwicklung erfolgt über die AWS und dort wenden sich auch die Filmschaffenden entsprechend hin, Experten schauen sich dann entsprechend an und dann werden eben 75% der Kosten ersetzt. Entschuldigen, dass ich unterbrochen habe. So meine Frage schon wieder vergessen. Ach, die Reisen. Ja, wir müssen uns selbstverständlich nach den gültigen Verordnungen halten. Das heißt, die Schauspielerinnen, die aus Deutschland jetzt in unserem Fall in der kommenden Woche bei uns am Set sein werden, sind bereits angereist, sind getestet angereist, halten sich jetzt hier auf. Ich hoffe, dass sich die diesbezüglichen Reisebeschränkungen jetzt in nächster Zeit ja auch lockern, was für uns aber am Ende des Tages trotzdem heißt, dass wir aufgrund der Vorgaben irgendwie von Professor Hutter auf jeden Fall mit 3 Tagen Vorlauf diese Testreihen beginnen müssen, damit wir auf jeden Fall ein verlässlich negatives Ergebnis haben. So, dann Puls 4 bitte. Frau Staatssekretärin, Sie haben die Situation der freischaffenden Künstler auch wieder angesprochen. Der Finanzminister hat ja heute Vormittag beim Härtefallfonds einige Änderungen präsentiert, einige Verbesserungen, Ausweitungen. Wird es trotzdem noch ein zusätzliches finanzielles Paket auch geben, speziell für freischaffende Künstler, die Sie ja sehr stark auf dem Radar haben, wenn ich das richtig verstanden habe? Wenn es das geben wird, bis wann sind Sie da in Gesprächen? Gibt es einen Zeitplan dazu, bis was präsentiert werden soll? Heute geht es einmal um die Filmbranche. Eben hier ist es ganz, ganz wichtig, dass es diesen Zuschuss für eventuelle Ausfälle geben kann, dass das gelungen ist in einer gemeinsamen Anstrengung zwischen der Bundesregierung, dem ORF und den Filmproduzenten. Was wir im Staatssekretariat bisher schon Corona-bedingt geleistet haben, waren, dass wir das Budget des Filminstituts erhöht haben. Falls noch weiteres möglich ist, schauen wir, dass wir durch Umschichtungen noch was aufbringen. Wir haben für die innovative Filmproduktion auch die Mittel erhöht. Wir haben die Programmkinos unterstützt, damit sie eben gut durch diese Krise kommen und dass wir auch weiterhin das Kinoerlebnis haben und nicht nur zu Hause am Schirm. Und ja, natürlich ist es ganz zentral, jetzt über alle Branchen hinweg den freischaffenden Künstlern auch unter die Arme zu greifen. Sie sind derzeit von der Krise am meisten betroffen und wahrscheinlich auch länger betroffen, weil das Hochfahren des Kunst- und Kulturbetriebes halt auch einige Zeit dauert, bis man wieder so weit ist, wie man vor Corona war. Und ja, wir sind am Ausarbeiten eines Konzepts und ich bin zuversichtlich, dass uns bald eine Unterstützung gelingen wird. Vielleicht kann ich da nur ergänzen, wir sind in guten Gesprächen. Wir haben ja auch immer von Anfang an gesagt, wir wissen noch nicht, wie lange die Krise dauert und wie intensiv sie wird. Und insofern gibt es auch keinen abschließenden Stand, was Hilfsmaßnahmen betrifft. Wir versuchen hier ständig auf die Rückmeldungen zu hören und uns zu verbessern. Und da sind wir auch in guten Gesprächen. Vielleicht nur ein paar Punkte, die bisher aber schon in dem Bereich getan worden sind. Die Künstlersozialversicherung ist um 5 Millionen Euro erhöht worden. Im Härtefallfonds, wo über 200 Millionen ausbezahlt worden sind, sind genauso selbstständige Künstlerinnen und Künstler mit umfasst. Und darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit geschaffen, bei der Kurzarbeit auch die Kulturinstitutionen mitnehmen zu können, ob das die Bundesmuseen sind oder andere, völlig gleich. Hier ist also bereits viel passiert, aber wir arbeiten ständig an Verbesserungen. Dann hier noch eine Frage, bitte. Ich habe zwei, eine an die Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. Es war jetzt von Ihrer Seite eben ein ganz klares Bekenntnis zur Filmbranche und zur Kulturbranche. Es klingt auch so, als wären jetzt diese Gespräche sehr schnell und rasch und unkompliziert vonstatten gegangen. Die Frage, war das so oder wie haben Sie die Lösung so schnell jetzt gefunden? Und eine Frage an den Finanzminister Gernot Blümel. Es gibt ja von der SPÖ jetzt ein Gutachten, dass das derzeitig präsentierte Budget nicht verfassungsrechtlich konform sei. Die Frage ist, inwieweit werden Sie da in dieser Sache aktiv werden demnächst noch? Ja, die Filmbranche, also ich
heute die Produzentenseite, aber ich nehme an, Sie sind mit allen an einem Film beteiligten Personen auch in einer guten Abstimmung. Die haben sehr viel vorgearbeitet und haben sehr deutlich gemacht, worum es heute geht, was braucht es, um wieder drehen zu können in Österreich. Und wir haben jetzt die Öffnung präsentiert für die Kunst- und Kulturbetriebe. Also es ist auch wichtig, dass man wieder an eine Kunst- und Kulturproduktion, eben an ein Filmschaffen denken kann. Das war uns ganz wichtig und dieses gute Konzept ist, wie soll ich sagen, sehr gut angekommen und auf sehr viel Verständnis gestoßen und auf sehr viel Zuneigung zum österreichischen Filmschaffen in der Bundesregierung und beim ORF. Und so ist es ein sehr schneller gemeinsamer Weg, ist hier gelungen, damit das sozusagen das Drehen ab morgen wieder möglich ist. In einer abgesicherten Form für die Filmschaffenden. Ja, also ich war ein wenig überrascht, als ich letzte Woche gehört habe, dass dieser Vorwurf im Raum steht. Was wir gemacht haben, ist nicht nur die Expertinnen und Experten im Haus auch nochmals genau befragt, den Verfassungsdienst befragt und auch externe Experten. Und da gibt es auch Gutachten, dass das natürlich alles in Ordnung ist. Schauen wir aber gerne auch andere Meinungen an, denn ich glaube, es ist einfach nur gut und wichtig, dass man, wenn es berechtigte Kritik gibt, sich das auch ansieht genau und womöglich darauf eingeht. Es ist nur nicht immer ganz leicht zu unterscheiden, ob das jetzt prinzipielle Kritik ist oder sachlich gerechtfertigte. Das gilt es dann immer zu differenzieren. So, Dankeschön. Ich habe irgendwie den Eindruck, es gibt keine weiteren Fragen mehr. Ist das der Fall? Dann bedanken wir uns. Danke an die Vertreter der Politik, danke an die Vertreter von Film und Medien und Ihnen danke fürs Kommen und für die Aufmerksamkeit.